Chloe the Keymaster. You know it. Dude, I don't know about this. We're both already in so much trouble. You can always let me get busted like you did with the weed. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? I get charges for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security. Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. Tell that to Kate. Come on. One more door and our work here is done. Only a total phony would wear a crappy hat like that. Passt doch zu einem Schuldirektor. Squirrels like nuts. Does that mean Samuel is... Nah. That's it. Fuck? The security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit, like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key, just in case. Why, yes, I could. Ich würde das Aufknacken bevorzugen. Ich würde meinen Dietrich nehmen. Nothing here. Dead end. Boring. Here are the keys. None for the principal's office. No key for thee. We have to find another way in. Guess I didn't spend enough time with Frank. But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan has a name. Hey, Warren, you busy? Just bubble hearth, you'll be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kinda know how? Huh? No, I'm just asking for fun. Thanks, science guy. No, stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. I'm sorry, I'm just not sure about a movie night right now. Don't hate me, and thanks for the help. This sucks ass. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? I'm gonna go put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Was stand da denn jetzt? Okay. Also wir brauchen die Dose, müssen Zucker reintun, Natriumchlorat reintun und Klebeband drumherum machen. Wahrscheinlich soll das heißen, das soll man irgendwo festmachen oder so. Okay. Warren is such a classic nerd. Let's see if I can find those items.
Release the Kraken. It's all mine anyway. Okay, wo kriege ich jetzt Only Zucker? Three more items to go. Gibt's hier nicht sowas wie eine Kantine? Nicht rein. Ach so, das Männer. Gross. I hate that formalin smell. Only a B minus? Warren has shattered my faith. Of course, I'm barely passing science. Zucker. Ooh, sugar. You're halfway home, Max. Ass biology. Ugh, gross. A periodic table. Wish I knew what periodic means. Ich denke, ich habe gerade ein S bekommen. Hä? Okay. So, sodium chloride is a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid. Okay, die Frage ist jetzt nur... I never said they were great, troll. Everybody's asleep. I hate to wake them up, but I want a picture. Good evening, Fish Fish. Thanks, Fish. Nice work. Please resume your slumber. Gibt es hier auch irgendwo noch das... Ah, Moment. Unkrautvernichter? Here's the sodium chloride box. You know you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. Okay. Klebeband brauchen wir noch. Die Frage ist, ob wir hier überhaupt Klebeband bekommen. Ich gehe mal eher nicht davon aus. Kann man hier irgendwie was öffnen oder so? Nein, ne? Nein, ich ändere keine Noten. Es ist zugegebenermaßen sehr verlockend, aber das werde ich nicht tun. This is like a scene in a horror film.
If Kate were still alive, maybe I actually would be an everyday hero. Maybe I can make it up by finding Rachel. I feel gross even looking at Nathan's work, but he does have some style. Oh, Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Shit. Daniel's a better illustrator than photographer, said Max, the art critic. Victoria, that is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? I thought we used some tape in Jefferson. I probably should find those items now. Was in Jeffersons was? Victoria's cigarettes? I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Klebeband. The tape is mine. Now it's time to show Chloe that Max is the bomb. So, jetzt habe ich nur ein Problem. Wo sind wir jetzt reingekommen? Hier, ne? Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Boom! Literally. Yes! Time to blow shit up! If you'll light the candle. This is so cool! Get ready to haul ass. That was so fucking cool! Und laut. Oh, we are toast! Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department! So what should we do? Ich kann gar nichts machen. Damn, I missed something. I better rewind. Toll, hier kann ich aber nichts machen. If I can get this bastard open, she can't cheat with her rewind. Oh, this is bullshit. Fuck you, door. Welcome to my domain. You are magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Man, I can see why the principal locks this room up. Fancy faux art crap. He must want everybody to know he has money, but no taste. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be at Blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly-ass desk. Oh,
Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel, or Kate, or Nathan. Anybody. I'm on the case. This pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. Schülerinformation. Kate Beverly Marsh. Durchschnitt 3,9. Kate Marsh ist eine der besten Schülerinnen der Blackwell Akademie. Oh Gott, mit einem Durchschnitt von 3,9. Ihr Durchschnitt ist durchweg hervorragend. Ihre Einstellung optimistisch und ihr Arbeitsziel ruhig. Ihre außerschulischen Aktivitäten mit dem Essen auf Rädern-Programm wurde von KBay7 News gewürdigt und ihre vielfältige Gruppe für religiöse Studien war eine willkommene Ergänzung zu der breiten Auswahl an spirituellen, von Schülern geleiteten Programmen Blackwells. Sie verfügt ebenfalls über eine der besten Anwesenheitsquoten in der Schule. Direktor Wells. Als Krankenschwester der Akademie sollte ich Sie darüber informieren, dass Kate Marsh anscheinend vor kurzem als emotionales oder physisches Trauma erlitten hat. Ich sprach kurz mit ihr und sie war aufgebracht, blieb aber vage und weigerte sich weiter mit mir zu reden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir sie im Auge behalten, um sicherzustellen, dass sie nicht, wie ich vermute, von anderen Schülern drangsaliert wird. Grüße, Anne-Marie Barenci. Aktualisierung. Derzeit überprüfen wir ein kontroverses Video, das angeblich Kate Marsh auf einer Party des Vortex Club zeigt und ihr ohne Wissen und Einverständnis ins Internet hochgeladen wurde. Sie behauptet, während dieser Party ins Krankenhaus gebracht worden zu sein. Siehe anhängende Dokumente für Details. Only two more files to go. I certainly can't use this. Looks like an oil painting spill. Awful. Look at this pile. Look at this pile. Tumbleweeds. Weird. This asshole has a spotless record. Schülerinformation Nathan Joshua Prescott, Durchschnitt 3,7. Zusammenfassung. Nathan Prescott setzt mit hervorragenden akademischen Leistungen und einer Vielzahl an außerschulischen Aktivitäten die Arbeit mit der Obdachlosenstiftung von Arcadia Bay eingeschlossen, das historische Erbe seiner Familie an der Blackwell Akademie fort. Nathan ist bei den Schülern wie Lehrern beliebt. Oh, ich könnte kotzen. Er ist ein stolzer Repräsentant Blackwells. Like I'm not gonna read my own personal file. Schülerinformation Maxine Caulfield. Durchschnitt 2,8. Yes. Zusammenfassung. Max, wie sie es vorzieht, genannt zu werden, ist eine ruhige, aufmerksame Schülerin mit großem Potenzial für die Fotografie. Ihr Durchschnitt schwankt und sie hat anerkannt, dass sie sich verbessern muss. Ihre Lehrer bestätigen ihre stille Intelligenz, obwohl einige Beschwerden sie als zu nervös und zu neugierig beschreiben. Einige Fakultätsmitglieder würden gerne mehr Beteiligung und Selbstbewusstsein von Max sehen, andere weniger. Aber dies ist eine allgemeine Empfehlung für Schüler und nicht spezifisch. Aktualisierung. Trotz einer kürzlich erfolgten Konfrontation mit dem Sicherheitspersonal Blackwells versuchte Max erfolglos, Schülerin Kate Marsh vom Sprung in ihren Tod vom Dach des Wohnheims abzuhalten. Derzeit finden eine polizeiliche sowie eine schulinterne Untersuchung statt, aber Max' Mut ist unbestritten. This file is going to be so spotless, I'll projectile vomit. Ja, das ist das Problem. Die den meisten Dreck am Stecken haben, haben meistens die weißen Westen in den Akten der Schule. Schülerinformation Victoria Mary Beth Chase, Durchschnitt 3,9. Zusammenfassung. Victoria Chase ist eine strahlende Repräsentantin der Blackwell Akademie mit durchgehend hervorragenden Noten und außerschulischen Aktivitäten, die ihren Karrierewunsch als Fotografin widerspiegeln. Die, Fu-
Die Fakultät lobt ebenfalls Victorias Engagement für den Vortex Club sowie für andere Organisationen, die dem Geist und der Geschichte Blackwells gewidmet sind. I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. Schülerinformation Warren Graham. Durchschnitt 4,0. Zusammenfassung. Warren wird als Paradebeispiel eines Schülers angesehen und repräsentiert die exzellente wissenschaftliche Tradition Blackwells. Er besitzt ein Redetalent bzw. ein loses Mundwerk, je nach Lehrer. Manche beschuldigen ihn, wissenschaftlich Streich zu spielen, aber dies konnte von seiner Wissenschaftslehrerin Miss Grant nicht bestätigt werden. Wir hoffen, Warren konzentriert sich auf seine akademische Vision und steuert weiter auf eine strahlende Zukunft zu. Ja, das waren alle. Let's nab this last file, Sherlock. Always wanted to say nab. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. But there's not much here about the police investigation. Schülerinformation Rachel Dawn Ember. Durchschnitt 4,0. Aktualisierung. Unglücklicherweise ist Rachel Ember im letzten Monat nicht zum Unterricht erschienen und hat keinen Kontakt zu Schülern oder der Lehrerschaft aufgenommen. Ihre Eltern sind sich über ihren Aufenthaltsort im Unklaren und Blackwell hofft auf eine schnelle Rückkehr, damit sie ihre vorzüglichen akademischen Leistungen fortsetzen kann. Mit einem Durchschnitt von 4,0. Zusammenfassung. Rachel Ember ist eine prototypische Repräsentantin der Schüler Blackwells. Sie ist in all ihren Fächern und zahlreichen außerschulischen Aktivitäten überragend. Sie ist bei Schülern und Lehrern beliebt und verfügt faktisch über die für Blackwell typische Qualifizierung für Stipendien und Führungspositionen. Ihre vielfältigen Ziele umfassen eine Karriere im Bereich des internationalen Rechts sowie als Model. Es gibt keinen Zweifel, dass sie all ihre Träume mit Blackwell als Angelpunkt verwirklichen wird. Direktor Wells. Dies ist Lieutenant Chris Rossi. Ich wollte Sie wissen lassen, dass die Ermittlung im Fall Rachel Ember von unserer Seite offiziell beendet ist. Wir hoffen immer auf den einen magischen Hinweis, aber wieder einmal bewahrt Acadia Bay ein Geheimnis. Wir halten Augen und Ohren weiterhin offen, aber mehr können wir ab jetzt nicht mehr tun. Danke für Ihre Hilfe. Lieutenant Chris Rossi, Polizei von Acadia Bay. Man, I don't blame the principal for expelling Chloe. Bad Chloe. Schülerinformation Chloe Elizabeth Price. Durchschnitt 1,7. Oh, die hat so eine gute Note. Zusammenfassung. Chloe Price ist eine Problemschülerin Blackwells, trotz größter Bemühungen der Lehrerschaft und der Verwaltung, sie akademisch zu leiten. Chloe erledigt selten Hausaufgaben und ist oft angriffslustig gegenüber ihren Lehrern. Sie verursachte zahlreiche Störungen in der Klasse mit unangenehmen Kommentaren und vulgären Gesten, die gegen andere Schüler gerichtet waren. Sie wurde vor kurzem für die Verunstaltung des Parkplatzes mit Graffiti suspendiert. Obwohl Chloe eine intelligente Schülerin mit Potenzial ist, verschwendet sie dieses auf eine unbedeutende Rebellion gegen eine nicht der Schulpflicht unterliegende Einrichtung. Aktualisierung: Chloe Price ist nicht länger eine Schülerin Blackwells. Siehe Polizeibericht im Anhang. I think we found everything in here. I should go join Chloe now. So, Nathan Prescott's dad is a bully too. Shocker. Direktor Wells, in Anbetracht der schier unerhörten Anschuldigungen gegen meinen Sohn und seiner Suspendierung, erscheint es mir, als sollte meine großzügige Zuwendung an die Blackwell Akademie auch suspendiert werden. Natürlich lässt sich diese Situation bereinigen, sobald Nathans Suspendierung mitsamt einer schriftlichen Entschuldigung aufgehoben ist. Zugegebenermaßen gibt das tragische Ergebnis bezüglich Miss Marsh Ihnen zu denken, aber ich weise Sie darauf hin, dass eine Absage der Party am Donnerstag der Anpackmentalität der Blackwell Akademie widerspricht. Ich erwarte, dass Sie Ihre Entscheidung nochmals überdenken und zu derselben offensichtlichen Schlussfolgerung kommen. Danke, Sean Prescott. If I would have signed the petition, I could have made the difference. Liebe Miss Grant, als Direktor Blackwells
ist es meine traurige und bedauerliche Pflicht, Sie zu informieren, dass Ihrer Petition, die Installation einer neuen Überwachungssystems zu verhindern, nur einige wenige Unterschriften fehlten. Unsere Richtlinien untersagten, dass ich dieser Angelegenheit Partei ergreife, da wir Fakultät und Schülerschaft dazu anhalten, an der Leitung der Schule teilzunehmen. Ich erkenne die kontroverse Natur dieser Kameras und möchte Ihnen versichern, dass sie mit der größten Rücksicht auf die Privatsphäre angebracht werden. Danke für Ihr Engagement und Ihre Inspiration für Blackwell-Schüler, Ihren Stimmen Gehör zu verschaffen. Ich hoffe, das Resultat unserer Petition entmutigt Sie nicht. Wir sind stolz auf unsere Schüler. Herzlich, Direktor Wells. Ja, ich hätte es sofort unterschrieben. Ich hätte es auch mit ihr sofort unterschrieben, aber keine Ahnung. Not so tacky up close. Max, you better come check out these files. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus, and my step-troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know the Prescotts dropped Major Bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? At least Nathan was finally suspended. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa, listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team, the Super Hebros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel, too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info. Let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wow, sir. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This'll chill him out after our knife showdown yesterday. Are you gonna make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself. I hope you do that instead of lecturing me. Gut ist es nicht, aber ich weiß nicht, ob es nicht besser ist, wenn man dem auszahlt und er sie dann in Ruhe lässt. Das ist jetzt das Problem. Aber wahrscheinlich werde ich damit irgendwie hervorbeschwören, dass keine Ahnung, irgendwie behindertengerecht nicht gebaut werden kann oder so. You really want to take money from the handicapped fund? I know you need to pay Frank back, but I've got my power to protect you, right? There's a lot of power in that horse-choking wad of cash. But yes, Moral Max is right again. I guess. Let's get the hell out of this office morgue. I know that money would have helped Chloe and me. Ja, was denn jetzt? Soll ich das jetzt wieder zurückspulen, oder was? Oh, ihr seid so blöd. Nein, aber ich stehe dazu. Ich würde jetzt kein Geld stehlen. Also ich würde generell kein Geld stehlen. That impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week.
You didn't let me take that money to pay off Frank, so if he pops a cap in my skull, at least allow me to have a little carefree fun for a few minutes. Splish splash? You're right. We hella deserve it. Splish splash. Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you.